Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Dead by Daylight. Und hier haben wir schon ein neues tägliches Ritual, das Ruinenritual. Wir sollen den Gegenwert von zwei ganzen Haken sabotieren. Ist leider nur 20.000 Blutpunkte wert, aber das dürfen wir hinbekommen. Und um das zu vervollständigen, werde ich Ash spielen und rüste ihn mit der geräumigen Werkzeugkiste aus. Diese hat 180 Einheiten, also die größte Werkzeugkiste von den Einheiten. Damit dürfte das eigentlich kein Problem sein, zumal diese Werkzeugkiste auch die Sabotage freischaltet. Ich nehme nochmal 30 Einheiten extra mit hinzu, dass wir 210 Einheiten haben. Dann können wir die Werkzeugkiste ebenfalls zur Reparatur von Generatoren nutzen. Und ich packe noch die Metallsäge ein, denn dies erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit der Werkzeugkiste. Als Opfergabe, denn Haken sabotieren fällt in die Tapferkeitskategorie, spiele ich die frische Bartnelke, welche am Ende der Runde nochmal 75% Bonus in der Tapferkeitskategorie einbringt. So, und wir haben ja auch noch einen Erfolg freizuschalten. Wir müssen uns ja noch 5-mal aus dem Griff des Killers winden. 10-mal ist durch den Erfolg gefordert, 5-mal haben wir schon geschafft und 5-mal soll also jetzt noch geschehen. Und damit wir das ja auch eventuell ein bisschen vorantreiben, habe ich den Entscheidungsschlag dabei, leider nur auf Stufe 1. Das heißt, dass nach der Rettung vom Haken ich nur 40 Sekunden diesen Perk nutzen kann, um mich aus dem Griff des Killers zu befreien. Sollte es allerdings ein Killer sein, der uns tunneln möchte, dann können wir diesen auf jeden Fall verwenden. Als zweiten Perk nehme ich noch Flipflop mit rein, das heißt, wenn ich im Sterben liege und mich wieder aufraffe, dann wird der Status des Aufraffens zu 50% in den Abwehrfortschritt, wird es hier genannt, übernommen. Das heißt, wir müssen das dann weniger wiggeln, um aus dem Griff des Killers zu kommen. Auch das könnte für den Erfolg nützlich sein. So, als dritten Perk nehme ich da wirklich frontal rein. Frontal macht eigentlich wirklich nur Sinn, wenn man mit Freunden zusammenspielt, denn dann kann man sich absprechen, dass man den Killer betäuben kann und bei einem Schrank wartet, wenn der andere verfolgt wird. Da macht das Sinn. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich das durch Observierung ersetzen. Huch, nein, da soll Observierung hin. Dann können wir im Terrorradius des Killers Token sammeln und für jeden Token, den wir sammeln, können wir einen guten Fähigkeitscheck als großartiger gewertet und wir verbrauchen einen Token. Um Tokens zu erhalten, müssen wir uns allerdings für 15 Sekunden innerhalb des Terrorradius des Killers befinden und dabei nicht verfolgt werden. Was hatte ich jetzt als erstes? Den Entscheidungsschlag, so. Und als letzten Perk nehme ich die Selbstpflege, denn das ist immer ein Problem, wenn man alleine spielt. Da weiß man nie, wie hilfsbereit sind die Mitspieler. Gerade wenn wir mit einem Team zusammengeworfen werden sollten, das aus 3 Leuten besteht, ist Hilfe nicht unbedingt garantiert. Deswegen nehme ich die Selbstpflege oder die Selbstpflege mit rein, sodass ich die Möglichkeit habe, mich auch selbst heilen zu können. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie Ash sich so schlägt in der Runde gegen den Killer. Und wir haben im Team einen Dwight Fairfield, einen Nea Carlson und eine Claudette Morel, alle ohne irgendein Item. Jetzt bin ich noch gespannt, ob der Killer zustimmt. Das tut er. Der Ping scheint auch ganz in Ordnung zu sein, auch wenn er zwischen Grün und Gelb hin und her springt. Werfen wir mal einen Blick auf die Opfergaben. Der Killer, der holt sich den Bonus von 25% in allen Kategorien und meine Mitspieler haben keine Opfergabe gespielt. So, Ladebalken geht auch direkt voran, das heißt, wir werden zu viert drin sein. Das ist schön, wenn man das sieht, dass es hier nicht hängt. Denn das ist ja meistens Indiz dafür, dass es nicht alle Spieler in die Runde schaffen. Bleibt nun nur noch abzuwarten, gegen welchen Killer wir spielen werden und auf welcher Karte wir landen werden. Und wir sind in der gestörten Abteilung.
Ich würde mal sagen, das ist Heimvorteil. Hallo, Claudi. Stehst du dann rum oder spielst du auch mit? Ah, sehr gut. Den Gegenwert von 2 Haken heißt, dass wir die Haken nicht ganz sabotieren müssen. Oh, wir haben den Doktor. Das ist doch schon mal eine nette Geschichte. Wenn man das so nennen kann. Ruin ist auch mit drin. Okay, sie macht es auf diese Art und Weise. Oh, super. Wir haben Leute, die sich auslocken. Das ist doch wieder mal ätzend. So, 2 Haken angeknabbert. Und ich versuche mein Glück am nächsten Generator. Solange wir noch nicht vom Wahnsinn befallen sind, kriegen wir unsere Fähigkeitschecks schön zentriert angezeigt. Und ja, okay. Haben aber damit noch die Möglichkeit, den großartigen Fähigkeitscheck besser zu treffen. Ich könnte jetzt zwar ein bisschen Observierung versuchen zu nutzen, aber das ist beim Doktor zu riskant. Da sammelt man dann doch Wahnsinn an. Ein bisschen der Werkzeugkiste sollte ich mir noch aufheben, damit wir noch Hakenripper sabotieren können. So viel zu Ruin, mein Freund. Na, das wird er wohl gerade gehört haben. Das habe ich mir gedacht. Ich heile mich mal hier hinten. Und hier seht ihr es schon. Wahnsinns Level 2 zu 66% werden nun die Fähigkeitschecks nicht zentriert angezeigt. Oh. Vielleicht können wir ihr den Arsch retten, indem wir hier einen Haken noch zu Ende sabotieren, wenn er sie erwischen sollte. Okay. Wird wahrscheinlich der Haken da vorne, oder? Ja, aber da kommen wir nicht mehr zeitig hin. Leider nicht.
kommen sie da runter. Den Haken hier machen wir auch ab. So. Also das Tagesziel, das dürfen wir auf jeden Fall schon mal erfüllt haben. Ich gehe mal in den Schrank, damit er uns nicht sieht. Wenn er nicht eiserne Jungfrau hat, das ist jetzt noch die Gefahr. Nein, hat er nicht. Ich werde ja mal kurz einen Totem zerstören. Denn Tapferkeitspunkte kriegen wir ja im Bonus. Sie wurde befreit, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt hier an diesen Generator. Wir haben ja auch ein bisschen Observierung jetzt angesammelt. Für den ersten Check verbrauchen wir noch nicht mal einen Token. Das ist auch sehr gut. Ich nehme aber an, dass er Barbecue und Chili hat und jetzt herkommen wird. Das habe ich mir gedacht. So, da hier hinten der Haken beschädigt ist, er lässt uns auch liegen. Vielleicht können wir einen Fortschritt sammeln bei der Befreiung. Und dank Flipflop sammeln wir jetzt auch schon mal genug an. Sehr gut. Das heißt, wenn ihr uns hochhebt, dann haben wir nur noch die Hälfte, die wir uns befreien müssen. Dann ist natürlich die Frage, ob der Killer sich das so durchgelesen hat, was die neuen Perks bringen. Aber der Haken hier, der bleibt halt auch nur, ich glaube, für 2 oder maximal 3 Minuten sabotiert. Ja, das könnte der Keller da hinten sein. Ah, da ist ein Haken. Das ist nicht gut. Nein, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Du kannst mich nicht mehr heilen. Dafür ist es jetzt zu spät. Er will mich auf jeden Fall nicht aufheben. Sinn. Na, der Weg zu dem Haken ist zu kurz. Oder?
Da kriegen wir es hin. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Ja, wir kriegen es hin. Wunderbar. Damit haben wir zumindest schon mal einen weiteren Erfolg. Jetzt wird er uns auf jeden Fall an einen Haken bringen können. Allerdings haben wir ja auch noch die Möglichkeit, uns selbst zu befreien. Denn wir haben ja noch nicht gehangen. Aber so viel Glück haben wir leider nicht. Aber wir haben unser Tagesziel erfüllt und einen weiteren Fortschritt im Erfolg machen können. Und ich glaube, die Punkte, die wir in dieser Runde jetzt gesammelt haben, dürften auch nicht so wenig sein. Ja, das tägliche Ritual haben wir abgeschlossen. Werfen wir nun mal einen Blick auf die Punkte in der Zielkategorie. Ja, da haben wir ja zwei Generatoren durchgehauen. Selbstlosigkeit, Tapferkeit. Ja, okay, dafür, dass wir nicht überlebt haben, trotzdem eine gute Punktzahl. Und wir haben auch keinen Pip verloren. Leider aber unser Item. Sammeln nochmal ein paar Erfahrungspunkte für unser Spielerlevel. 300 als Bonus für die erste Spielerrunde als Überlebender. Und ja, war doch eine, ja, ich sag mal, die Punkte, die wir verdient haben, die können sich ja für diese Runde doch tatsächlich sehen lassen. Auch für die zweite Runde packe ich eine Werkzeugkiste ein mit 130 Einheiten, welche leicht die Reparaturgeschwindigkeit erhöht. Diesmal auch zur Reparatur anstatt zur Sabotage. Packe noch eine Drahtspule rein, dann haben wir 160 Einheiten. Das heißt, das dürfte für zwei Generatoren reichen und erhöhen nochmal leicht die Reparaturgeschwindigkeit der Werkzeugkiste durch die sauberen Lumpen. Und diesmal als Opfergabe den versiegelten Umschlag, welcher 25% Bonus auf alle Kategorien gewährt. Mein Perk-Bild bleibt dabei unverändert. Und in dieser Runde starten wir, sofern es sich der Killer nicht anders überlegt, mit Claudette Morel, Nea Carlson und mit Ace Visconti. Und das Kellerkind findet den Bereitknopf nicht, der Killer allerdings auch nicht. Das könnte daran liegen, dass der Killer vermutet, dass Claudette Morel vielleicht noch in letzter Sekunde den Charakter wechselt oder ein Item ausrüstet. Was nicht geschieht, jetzt hängt alles am Killer, ob er drin bleibt oder nicht. Man hat auch gerne mal Killer, die in der sechsten Sekunde rausgehen. Aber in diesem Fall zum Glück nicht. Und man sieht Ash wirklich selten. Ganz am Anfang, als er rausgekommen ist, oder ich sag mal in den ersten 1-2 Stunden,
Oh, blutige Partyluftschlangen. Unsere Punkte werden also in dieser Runde auf jeden Fall schon mal verdoppelt. Also wir kriegen einen 125-prozentigen Bonus sogar. Das ist ja stapelbar mit meinem versiegelten Umschlag. Genau, was wollte ich jetzt vorher sagen? Ich weiß es nicht. Mir ist es entfallen, wo ich war. Egal, wir schauen jetzt erstmal, welchen Killer wir haben und welche Karte wir haben. Wir haben den Schrottplatz. Gut für Leute, die das Lupen beherrschen, zu denen ich nicht gehöre. Eine Eigenschaft, die ich mir auch nicht aneignen, also ein Spielstil, den ich mir auch nicht aneignen möchte. So, näher ignoriert gekonnt ein Totem. Das sollte man nicht machen. So, Call Me Daddy wurde schon geschlagen. Ich glaube, das war Ace. Oh, wir haben den Clown. Ein bisschen weggehen. Ach, Nea, du bist doch so doof. Wieso kommst du denn so schnell an? Das ist wirklich dumm. Na gut. Dann nutzen wir doch mal die Gelegenheit. Kein Ruin drin. Wenn kein Ruin drin ist, erhöht das die Wahrscheinlichkeit für niemanden drin den Tod. Umso wichtiger ist es, dass man die Totems nicht ignoriert. Da hat es aber jemand auf Ace abgesehen. Mach mal hier noch das zweite Totem. Damit dürften nur noch drei auf der Karte sein, sofern nicht jemand anderes auch ein paar Totems zerstört hat. So, Ace wurde schon hochgeholfen. Okay, dann helfen wir doch mal näher hoch. Die auch direkt abhauen will. Hat sie noch nicht gerafft, dass der Clown sich auf Ace konzentriert. Okay. Da wird näher wieder gejagt. Warum? Warum? Zwei Leute, die den Killer beschäftigt halten, ist absoluter Unsinn.
Ich habe gerade das Gefühl, der Einzige zu sein, der hier Generatoren macht. Was ziemlich dumm ist, Leute. Denn jetzt liegen zwei. Jetzt ist einer von uns gezwungen, zur Hilfe zu kommen. Das ist doch ätzend. Uns lässt er nicht liegen. Er weiß genau, wir haben Flipflop. Aha, endlich wurde ein dritter Generator gemacht. Oh, ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Wie soll man das denn schaffen? Wenn ihr beiden da oben hängt, wie die letzten Kletten. Ist absolut dumm. So. Okay, er lässt uns liegen. Ich glaube, zum Entscheidungsschlag werden wir nicht kommen. Nein, das werden wir nicht. Ja. Ich nehme mal schön weit weg. Wenn er meint, die anderen beiden da ausbluten zu lassen, dass das jetzt seine Taktik sein soll. Irgendwie ein merkwürdiger Clown.
Ein richtiger Clownhals. Na gut, auf dieses Affentheater lasse ich mich nicht ein. Wobei, so wie das aussieht, können sie dort den Erfolg entwunden farmen. Aber das könnt ihr doch bitte ohne mich machen. Was war das denn gerade? Ja, misch noch deine Fläschchen. Irgendwie ist der nicht ganz sauber. Entschuldigung. Ja, lass dich doch auch heilen. Warum denn nicht? Na gut, dann mache ich den Generator hier hinten zu Ende. Obwohl, nee. Die wollen wahrscheinlich alle auf 99 bringen, um so viele Punkte wie möglich rauszuholen. Ja, wir werden liegen gelassen. Ah, wo ist denn hier der nächste Haken? Yeah.
Ja, ich habe keinen Bock, dass der so weiterfarmt. Nachher scheitert es daran, dass wir hier alle ausbluten. Deswegen werde ich jetzt mal den letzten Generator anschmeißen, wenn er da ist. Diese lächerliche Farming-Geschichte habe ich gerade keine Lust. Wäre es, wenn ihr den Ausgang aufmachen würdet? So albern. Tja, wollen Sie mich nochmal hochheben? Damit haben wir den 7. Erfolg. Also den 7. Fortschritt im Erfolg. Haben wir auch da nochmal einen Punkt mitgenommen. Auch wenn es eine sehr, sehr merkwürdige Runde war. Er wollte tatsächlich farmen. Ich würde mal fast behaupten, dass die blutigen Partyluftschlangen vom Clown stammen. Und ich weiß nicht, was daran GG sein soll. Jetzt haben wir einen Pip verdient. Und der Clown hat wahrscheinlich auch noch einen Pip verloren. Wobei, bei der Punktzahl könnte es auch sein, dass er einen Black Pip hat. Egal, wir haben jetzt schon 7 von 10 Erfolgen. Oder 7 von 10, Befreiungen aus dem Killerschlag für den Erfolg entwunden. War jetzt eine etwas längere Runde. Das heißt, eine dritte, das war ja schon die zweite für dieses Video, eine dritte wird hier keinen Platz finden, ohne dass das Video wieder zu lange wird. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.